Hallo, einen wunderschönen guten Abend, einen tollen sonnigen Sonntagabend wünscht dir Iwina Edelstein Shop hier in Handelow aus dem Wald. Mein Name ist Ina Wissmann und ich habe hier eine Serie gestartet, die Steine im Alphabet, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Und zwar hatten wir letzten Sonntag die Steine von A bis E und heute stelle ich dir die Steine vor, von F bis J. So, und da will ich auch gleich mal mit starten. Freue mich, wenn dir diese Serie gefällt und mag heute starten mit F, mit dem Falkenauge. Falkenauge, hier ein ganz toller Stein. Ich halte ihn dir mal in die Kamera. Siehst vielleicht ein bisschen, wie er glitzert. Ist ein bisschen Tigerauge mit drin, also ein bisschen braun, bläulich, das Falkenauge. Oder eben einfach so ganz einfarbig, aber immer ein bisschen grau-blau leuchtend. Und das Falkenauge, das unterstützt dich in Entscheidungsschwierigkeiten und hilft dir, die Distanz zu den Dingen zu wahren, den Überblick zu bewahren. Ja, oder hindert gerade den Blick auch gut. Falkenauge hilft dir bei innerer Unruhe, bei Nervosität einfach auch die Ruhe zu bewahren. Ein ganz toller Stein im Alphabet beim F. Falkenauge. Unbedingt merken. Ganz wenig nachgefragt, aber ich finde ein ganz toller Stein, weil so für innere Unruhe zum Beruhigen ist das doch immer hilfreich. Dann habe ich bei F natürlich noch mehr als nur den einen. Bei F habe ich hier noch was ganz Brillantes. Du wirst dich freuen. Schau mal da. Ein super toller Feuerachat. Schauen wir, wie er in die Kamera reinpasst. Feuerachat sieht man ja vielleicht an der Farbe. Feuerachat steht für Lebensfreude und Lebenslust. Macht wieder Lust auf mehr Sexualität. Ist ja so sehr steigernd, was das angeht. Und Feueropal bringt ja halt so die Begeisterung am Leben wieder zurück. In diesem Sinne. Also den kannst du einmal so bekommen wie diesen hier, den ich gerade gezeigt habe. Der ist noch im Muttergestein. Da ist der Feueropal, dieses wunderbar rot leuchtende an ihm. Leider gibt es die Kamera hier nicht so wieder, wie ich es gerne hätte. Und du kannst ihn aber auch genauso bekommen wie zum Beispiel diesen hier. Ist auch ein Feueropal, aber halt weniger Feuer, mehr Orange. Man könnte ihn auch mit einem Bernstein fast verwechseln. Ist aber ein Feueropal. Und Feueropale, wirklich Lebenslust, Begeisterung, Lebensfreude, so schon fast Euphorie. Je nachdem auch, wie brillant sie ausfallen, ist es gar kein Wunder, weil sie so unglaublich toll funkeln, dass sie so viel Euphorie und Lebensfreude mit sich bringen. Dann habe ich dir noch was bei G mitgebracht. Und weil es bei G so viele Steine gibt, konnte ich mich natürlich auch wieder nicht entscheiden. Es gibt so viele, von denen ich schon sowas erzählt habe. Deswegen habe ich heute mal was mitgebracht, von dem ich dir noch nie was erzählt habe. Und zwar habe ich hier den Goldberyll. Und Goldberyll ist auch ein unglaublich toller Stein, so für Hoffnung, Lebensfreude. Der hilft, hilft dir, wenn so unveränderliche Dinge in dein Leben kommen, diese einfach so zu akzeptieren, wenn du sie nicht ändern kannst. Man sagt ja, du sollst die Dinge so nehmen, wie sie sind. Wenn du sie so nicht nehmen kannst, musst du sie verändern. Wenn sie sich aber nicht ändern lassen, besteht das Geschick darin, sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Und da hilft dir der Goldberyll auf jeden Fall dabei. Ja, und weil das Gold so spannend ist, das G, habe ich da noch einen, den habe ich dir schon öfter mal gezeigt. Mache ich nochmal, weil er so schön ist. Und so gut in die Zeit passt, ein Granat bei G. Und bei G, der Granat ist ein toller Stein für die Widerstandskraft. Der hilft dir, so Krisen zu überwältigen. Und wenn wir nur die Nachrichten heute anmachen, hören wir ja ständig von Krisen und Krisen geschüttelt sein. Also der Granat, wenn du in diese Krise eintauchst und nicht weißt, wie du rauskommst, ist der Granat ein super guter Helfer, weil der unterstützt dich einfach, wieder aus dieser Krise rauszukommen. Egal welche Lebenskrise das ist, der stärkt deine Widerstandskraft, der stärkt deine Wurzeln, das Wurzelchakra, und
ist einfach gut dafür zu benutzen. Wirklich einfach in der Hand halten und gut mit dir mittragen, dann unterstützt er dich ganz sicher dabei. Ja, kommen wir zum nächsten Buchstaben im Alphabet. Das ist das H. Und bei H hatte ich natürlich sofort als Heilstein den Hämatit in der Hand. So ein silbrig glänzender Stein. Also, wenn du dir den richtigen Heilstein für H kaufen willst, ist das der Hämatit. Und Hämatit ist so ein kleines Powerpaket. Der stärkt, der bringt dich also an dein Durchhaltevermögen, deine Ausdauer stärkt. Er ist wirklich ein kleines Energiebündel. Der regt die Blutbildung an. Und Hämatit gibt dir einfach unglaublich viel Kraft, wenn du gerade ja so ein bisschen platt und erschöpft bist. Kann ja mal vorkommen. Nimm dir dann den Hämatit, der unterstützt dich, wieder deinen Tag powervoll anzugehen. Und ja, sind wir schon beim nächsten Buchstaben heute im Schnelldurchlauf beim I. Und beim I habe ich mir heute zwei ganz besondere Schönheiten für dich überlegt. Und zwar habe ich mir da den Imperial-Topas ausgesucht. Vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Das ist so ein gold- und pinkfarbener Kristall. Der Gold-Topas hat hier so eine, ein bisschen weggehen, eine schöne Spitze. Und hier ist er nochmal so in Gänze. Gold und Pink, also rosa Farben. Und der Gold-Topas ist natürlich auch einer, der dich unterstützt, der dir Selbstbewusstsein bringt, der stärkt die Mitte. Der ist wunderbar einsetzbar, wenn man so ein bisschen depressiv ist und die Laune öfter mal sinkt, wenn man auch gar nicht weiß, was gerade los ist, warum man so drauf ist, wie man drauf ist. Ist das einer, der wirklich wieder Licht ins System bringt und der dich unterstützt, deine Selbstverwirklichung angeht und eben auch das Selbstbewusstsein sehr, sehr unterstützt. Ich hoffe, du kannst ihn hier ganz schön sehen. Also wirklich schön gold- und pinkfarben schimmernd. Ein ganz toller Gold-Topaz. Also ein Imperial-Topaz, Entschuldigung. Der Gold-Topaz ist ja nur golden. Aber wir sind ja bei G und I. So, und bei I der Imperial-Topaz. Da habe ich hier aber noch zwei, drei, mal schauen. I ist ziemlich ergiebig. Einer meiner Lieblingssteine ist hier noch der sehr kleine Indigolith. Und Indigolith ist ein blauer Turmalin. Ja, der blaue Turmalin steht so, es ist so ein Stein für Ehre und Ethik und steht eben auch für blockierte Gefühle. Also so wie Blockaden auf emotionaler Basis da sind, hilft dir der Indigolith, die wieder in den Griff zu bekommen. Ich habe im Moment leider nur noch ganz, ganz kleine. Die sind so, so schwer zu bekommen momentan. Aber ich habe noch welche da. Nicht riesig, aber immerhin. Und beim Stein ist es ja nicht wichtig, wie groß er ist, dass er dich unterstützt. Das ist ja das Schöne dran. Also bei blockierten Gefühlen und wenn es darum geht, auch die Ehre wieder, also die Ethik ins Leben zu holen, so im Geiste, dann ist der Indigolith einfach ein ganz toller Stein für dich. Indigolith, blauer Turmalin. Und der hilft dir eben auch, wenn du wieder, ja, wenn du im Leben viel Verantwortung zu tragen hast, wenn du also viel zu verantworten hast, dann unterstützt er dich, dass du das gut mit in die Welt tragen kannst. Okay, dann habe ich hier bei I noch so einen kleinen Schatz für dich. Weiß nicht, ob du den schon kennst. Ein Iolith oder auch Kordierit. In diesem Fall habe ich ihn natürlich bei I genommen, unter Iolith. Iolith ist auch so ein schöner Lichtbringer. Es gibt ihn auch als Iolith-Sonnenstein. Das ist dieser hier nicht. Das ist jetzt tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein Iolith. Auch so ein schöner blauer. Anscheinend viele Steine mit I, die blau sind. So, und nach dem Iolith habe ich jetzt hier für dich nochmal den, ja, da habe ich ein bisschen geschummelt, ich gebe das ja zu. Das ist der indische Mondstein. Und der
indische Mondstein. Du siehst hier so ein cremefarbenes Stückchen, einen cremefarbenen Donut. Manchmal ist er auch braun, grau bis beige. Und der Mondstein, also der indische Mondstein ganz speziell, das ist jetzt nicht dieser weiße mit dem Blauschimmer, sondern der hat wirklich viele, viele Farben. Und der indische Mondstein ist einfach super geeignet, ihn bei Wechseljahresbeschwerden einzusetzen. Also ein toller Stein für Frauen, vor allem Frauen, die da wirklich Beschwerden haben. Und der indische Mondstein bringt dich auch mehr an deine Eingebung. Du bekommst also mehr Eingebung, der öffnet dich für die Wahrnehmung deiner Sinne. Also wenn du Probleme hast, Dinge, so Energien oder sowas wahrzunehmen oder deine Intuition stärken willst, dann kannst du den indischen Mondstein nehmen. Und der indische Mondstein unterstützt dich dann dabei, dass du da wieder mehr an deine Sinne rankommst. Ja, nach dem I kommt das J und beim J habe ich hier für dich die grüne Jade, eine Nephritjade. Das hier ist ein Jadestein und Jadesteine, grüne Jade oder überhaupt Jade in jeglicher Form ist ja schön, so einen Ausgleich zu schaffen zwischen Aktivität und Ruhe und auch einen Ausgleich für deine Nieren zu schaffen. Also wenn immer du Probleme mit deinen Nieren hast, ist die Jade ein ganz toller Stein. Ich halte ihn dir hier nochmal hin. Ich habe hier so ein tolles Herz. Und natürlich gibt es ihn auch noch in ganz, ganz vielen anderen Formen, diese grüne Jade. Und grüne Jade ist eben auch was, das dich unterstützt in deiner Selbstverwirklichung. In diesem Sinne, Jade. Grüne Jade kaufen. Unbedingt. Aber mit J bin ich ja noch nicht ganz am Ende. Es gibt ja bei J noch so ein, zwei andere Steine, die ganz spannend sind. Und bei J kannst du dir den roten Jaspis oder generell den Jaspis merken. Jaspis ist eine riesige Steinfamilie und einige Jaspise habe ich dir heute mitgebracht. Die will ich dir gerade noch mal zeigen. Hier ist ein roter Jaspis. Der hat mal so hübsche kleine Quarzadern drauf. Roter Jaspis ist so ein ganz toller Stein für Willenskraft. Für Mut, der weckt so den Krieger in dir. Roter Jaspis, ein unglaublich toller Stein, jetzt auch gerade für diese Zeit und eben passend zu J. Dann habe ich hier noch einen weiteren Jaspis. Das ist hier der gelbe Jaspis. Und der Jaspis gelb steht für Ausdauer. Also so, wenn es darum geht, frustrierende Erlebnisse irgendwie wegzustecken. Ja, wenn du also viel. Und den Preis muss ich jetzt gar nicht mal so zeigen, sondern mehr den Stein. Wenn es also darum geht, wirklich frustrierende Erlebnisse zu verarbeiten, dann ist die gelbe, ja, der gelbe Jaspis der Stein für dich. Also Jaspis in Gelb, frustrierende Dinge ausgleichen, verarbeiten und für Ausdauer. Halt so als Sediment, als Stein des zweiten Bildungsprinzips steht er natürlich auch für Ausdauer. So, des Jaspises noch nicht genug. Also Jaspissteine haben wir ganz viele und ich habe hier noch mal einen Jaspis grün, also einen Jaspis in grün oder einen grünen Jaspis. Und grüner Jaspis mit kleinen Flecken von Rot ergibt den Heliotrop. Und damit wissen wir eigentlich auch schon, was dieser Grüne hier so anstellt. Dieser grüne Jaspis ist super gut für die Stärkung der Abwehrkräfte fürs Immunsystem und noch mehr als Heliotrop in Verbindung halt auch noch mit diesen roten Flecken drauf, mit dem roten Jaspis, ist ja das Echinazin der Steinheilkunde. Hier der grüne Jaspis ist aber auch schon super, um die Abwehrkräfte zu stärken und das Immunsystem zu unterstützen. Ja, das war's schon fast mit meinen Steinen heute von F bis J. Aber ich habe hier noch einen. Und wenn du den noch nicht kennst, wir sind natürlich immer noch bei J. Und es ist auch ein Jaspis, nämlich ein brauner oder braun-beiger Jaspis. Genau genommen ein Cappuccino-Jaspis. Und der ist tatsächlich wie die Kaffeetasse. Unten der Kaffee drin und oben der Milchschaum drauf. Also Cappuccino-Jaspis. Und ja, Cappuccino-Jaspis ist auch einfach ein wunderbarer Stein,
der dich unterstützt, auch wieder in deine Kraft zu kommen. Auch ein toller Jaspis, und du hast schon gehört wahrscheinlich von den vielen Jaspisen. Jaspise sind einfach klasse, um dich wieder zu stärken, in deine Kraft zu bringen und dich rundrum kraftvoller zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen tollen Sonntag, genieße die Sonne noch draußen und hab einen tollen Abend. Also bis zum nächsten Mal mit den Steinen ab J. Bis dahin, tschüss.